YouTube. Ja, das ist meine neue Maschine. Und in diesem Video möchte ich euch die Maschine mal etwas genauer beibringen. Und am Ende des Videos sage ich euch schon mal ein paar der nächsten richtig coolen Projekte, die wir mit dieser Maschine machen. Diese Maschine, das ist die Stell Iromic 221P. Das ist, die kommt aus Italien, die ist komplett wirklich italienisch gearbeitet. Das Schlauchpaket, die Masseklemme, alles ist in Italien gemacht. Dann fangen wir einfach mal mit dem Strom an. Strom braucht diese Maschine Die Maschine verbraucht 230 Volt, ganz normal, einphasig. Allerdings, wegen der hohen Einschaltdauer, verbraucht die Maschine kurzzeitig bis maximal 35,5 Ampere, wenn man mit auf voller Pulle schweißen. Allerdings hat die auch einen effektiven Ampere-Input von 18,3 Ampere. Das heißt, also ich habe die jetzt an eine 32 Ampere CEE-Dose angeschlossen. Ihr könnt die natürlich auch, wenn ihr irgendwo anders arbeitet, ganz normal an einer Schuko-Steckdose anschließen. Ganz normal mit Verlängerungskabel auch verlängern. Dann habt ihr zwar nur noch ungefähr den halben Schweißstrom, weil sonst knallen euch die Sicherungen raus. Sonst ist das so ein schönes Werkstattmodell. Das Gewicht dieser Maschine liegt bei 19 Kilogramm. Natürlich ohne Drahtrolle. Bei den Drahtrollen, das ist schön. Da passen D200 bis D300er Rollen rein. Das ist eine D300. Hat auch einen schönen, stabilen Drahtvorschub. Also empfehlen würde ich das bis 3 Meter Schlauchpaket. Die Schlauchpaket kam auch dazu. Das ist ein 25 Quadrat MB25 Schlauchpaket. Hier können wir unsere Polarität tauschen zum Wickschweißen oder zum Fülldrahtschweißen. Kommt immer darauf an, was ihr gerade machen wollt. Und was ganz witzig ist, diese Maschine hat hier so einen QR-Code. Mit dem QR-Code, das ist mittlerweile auch die einzigste Maschine, also zumindest Dell sind die einzigen, die das gerade haben, und sogar die ersten, die das haben, mit so einem QR-Code. Wenn man den einscannt mit seinem Handy, kommt man auf die Stell-Seite, da findet man Videos zum Einrichten des Wicksets, aber eigentlich mehr zum Seelenwechsel, zum Beispiel für die Graphitseele zum Aluminiumschweißen. Dazu findet ihr ganz tolle Videos da über dieses Setup. Ja, das ist schon mal so zum Prinzip dieser Maschine. Dann kommen wir mal zum Display. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es euch jetzt mal schnell mit ansehen. Schub, schub, schub. So, das hier ist unser normales Display. Wir haben hier einmal, wenn wir da mal rumgehen, Wickfunktion. Wir sehen hier, ich bin gerade bei 90 Ampere. Wenn man dann hier unten auf die Taste da drückt, bei Einstellungen, kommt man hier schon mal rein in Tick, Slope Down, Downslope, Preflow und Postflow, also Gasvorstrom, Gasnachstromzeit. Dann sind wir hier wieder drin. Dann können wir wieder auf Home gehen. Dann sind wir hier wieder. Ja, Wick, da hat es eine, wie heißt das? Wick hat eine Liftarc-Zündung. Das geht eigentlich vollkommen in Ordnung, weil das ist eigentlich eine reine Maschine, ein reiner Mic-Mac-Inverter. Schön, dass wir damit auch Wick speisen können. Ist eine schöne Funktion. So, dann gehen wir hier mal weiter. Mic, Zweitakt. So, dann können wir hier natürlich auf unsere Dingsliste gehen. Dann kommen wir hier zu unseren Drahteinstellungen, Fülldraht, Chrom, Nickel, Edelstahl, Alu, Silizium, Alu, Magnesium und all dem. Hier oben haben wir dann noch Stahldrähte. Das ist zum Beispiel der, den ich will. Ihr habt natürlich auch eine Pulsfunktion. Das ist nämlich eine Pulsinverter. Bei Aluminium habt ihr sogar Double Puls und so. Ja. Jetzt gehe ich hier wieder auf mein Dings. Wenn ich auf Select gehe, dann habe ich hier mein Synergic. Wer nicht auf Synergic schweißen will, der geht hier einfach nochmal rein. Aber drückt die Taste nochmal
Und dann seid ihr im manuellen Mic. Dann könnt ihr alles eigen verstellen. Ich mag das lieber, dieses Synergic. Das geht ganz gut. Ihr könnt allerdings auch eure Voltanzahl verstellen. Die Maschine gibt euch eine gewisse Volt vor. Hier habt ihr 17,5 Volt. Und dann könnt ihr das noch hier verstellen, wie ihr es gerade wollt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die Maschine ist so gut eingestellt von der Fabrik her. Das geht wunderbar, wenn man da keine Toleranz mehr einstellt. Wenn wir allerdings hier auf unser Rädchen drücken, unsere Einstellungen, dann kommen wir zu den ganzen Einstellungen. Das sind schöne viele Einstellungen. Eigentlich für alles. Nehme ich wieder in Home. Ja. Die Maschine hat wunderbare Micmac-Features. Zum Beispiel auch, wenn ihr Kotznähte speisen wollt, immer in einer gleich großen Länge, könnt ihr das nehmen. Oder hier, dann schweißt ihr, dann hört es auf, dann schweißt ihr wieder. Das ist auch eine schöne Sache. Jetzt bin ich hier wieder bei WIG. Wir machen nämlich nachher noch ein kleines WIG-Projekt. Allem in allem muss ich wirklich sagen, das ist eine wunderbare Maschine für den Profibereich und für den Hobbybereich. Hier hinten habt ihr dann nochmal eure Dings. Ihr könnt auf Pause drücken, wenn ihr da was nachlesen wollt. Wie gesagt, made in Italy. Unseren guten An- und Ausschalter, der ist wirklich schön robust. Ein kleiner Tipp, wenn ihr schweißt, braucht ihr, wenn ihr bei MIG pulsen wollt, anderes Gasgemisch. Ich mische mir das selber. Das spart Zeit, Geld und Lagerplatz. Ich habe hier einfach mein Korgon, mein Argon und dann kann ich das so mixen. Das kommt nämlich, weil die Maschine sagt einem dann auch, in welchem Bereich wir dann schweißen können, in welchem Gasbereich. Ja, das ist schon mal allen in allem so diese Maschine. Und dann kommen wir auch schon mal zu unseren nächsten Projekten damit. Wir werden natürlich auch Aluminiumprojekte machen, darauf freue ich mich dann ganz besonders, weil ich habe noch nie zuvor mit Aluminium gearbeitet. Das wird bestimmt dann auch ganz, ganz interessant. Und ja, natürlich machen wir dann auch in den Osterferien, die jetzt kommen, wunderbare Reverse Flow Barbecue Smoker. Ich mache euch Videos in Englisch und Deutsch. Das heißt, ich werde Twin Language machen. Irgendwas mal so. Ja. Also ich bin wirklich in allem und allem sehr, 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 sehr zufrieden mit dieser Maschine. Und ich muss wirklich sagen, a big thank you on Stealth to build this machine here. And big thank you to my buddy Pete to help me to set it up and everything. Ja, das war's von mir schon mal und ich hoffe, ihr verpasst keines der nächsten Videos, die wir mit dieser Maschine drehen werden, die nächsten Projekte, die wir damit machen werden. Das werden wunderbare Videos hoffentlich und ja, dann kann ich nur sagen, um nichts zu verpassen, bitte ich immer wieder um ein Abo, das ein oder andere Kommentar, natürlich auch ein Like. Ich würde mich immer sehr freuen. Dann bis dahin, tschüss.